Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des MSV gegen den FC Hansa. Herzliches Willkommen den beiden Trainern Jens Hertel und Thorsten Lieberknecht. Jens, dann darf ich Sie um Ihren Kommentar zu den 90 Minuten bitten. Ja, unterm Strich müssen wir mit dem Punkt leben. Wir sind, glaube ich, nicht ganz zufrieden, weil wir in Summe sehr, sehr viel investiert haben in dieses Spiel und ich glaube auch die klaren Möglichkeiten hatten und auch die spielbestimmende Mannschaft waren. Erste Halbzeit hatten wir noch eine große Chance gleich am Anfang, wo wir eigentlich direkt in Führung gehen müssen. Dann haben wir auf Strecke in der ersten Halbzeit zu viele Ballverluste gehabt, die dann halt Duisburg umgesetzt hat in gute Konteraktionen, die wir aber zum großen Teil gut noch wegverteidigt haben. Zweite Halbzeit, ich glaube, haben wir das noch ein bisschen besser gemacht, wenig Konter zugelassen und trotzdem eben viele Möglichkeiten, viele Halbsituationen noch ausgespielt. Am Ende hat uns das Tor gefehlt. Wir haben klar auf Sieg hier gespielt. Das hat man, glaube ich, der Mannschaft angesehen. Aber am Ende müssen wir mit dem Punkt dann, wie gesagt, entleben. Wenn du dann schon kein Tor machst, darfst du dann keins bekommen. Das hat die Mannschaft dann eben geschafft. Von der Seite müssen wir jetzt weitermachen, hätten wir so oder so. Auch wenn wir heute gewonnen hätten, geht es ja noch weiter. Es sind noch 4 Spiele zu spielen, sind noch 12 Punkte zu holen. Und da ist auch für beide Mannschaften noch alles drin. Jetzt gilt es, gut und schnell zu regenerieren. Und dann am Dienstag gegen Kaiserslautern das gerade vorm Tor besser machen. Vielen Dank, Jens. Thorsten, bitte. Jens hat vieles richtig gesagt. Ich glaube, dass wir das Minimalziel erreicht haben, gegen einen Konkurrenten eben zumindest nicht zu verlieren. Wir hatten uns trotzdem erhofft, heute auch dann mit einer neuen Grundordnung aufgrund der bekannten personellen Situation bei uns das in die Waagschale zu werfen, was man, denke ich, erwarten kann, was ich der Mannschaft auch gesagt habe, wenn das Spiel rum ist, werde ich mit Sicherheit hier mit Stolz vors Mikrofon gehen können, weil die Jungs, die heute da auf dem Platz waren, haben sich, glaube ich, muss man schon sagen, tapfer gewehrt, hatten in der ersten Halbzeit dann auch, denke ich, schon auch die eine oder andere Situation, die wir haben überstehen müssen, aber wir hatten auch, denke ich, gute Einschussmöglichkeiten. Ich denke an Lukas Daschner in der ersten Halbzeit, der vor das Tor, frei vom Tor dann aufgetaucht ist. In der zweiten Halbzeit, Jens Recht, da gab es eben dann die eine oder andere Unachtsamkeit mal, die sich aufgetan hat in unserem Defensivverbund. Und da hat natürlich Hansa Rostock dann auch die Qualität, das haben sie in den letzten Spielen ja gezeigt, dann das zu machen. Auf der anderen Seite habe ich die Qualität unseres Torhüters dann auch heute gesehen, was ich ihm gewünscht habe und dann auch gehofft habe, dass er das macht, dass er uns eben heute dann auch diesen Punkt holt. Ich weiß nicht, ob ich seinen Punkt gerettet hat, aber ich glaube, er hat uns sehr, sehr stark mitgeholfen. Eben einer feindenden Mannschaft, die heute dann auch mit A-Jugendspielern aus dem eigenen Nachwuchs bestückt war, zumindest nicht zu verlieren. Das war das Minimalziel. Pech hatten wir, denke ich, bei der Elfmetersituation an Lukas Böder. Das ist dann so ein engen Spiel, dann vielleicht halt auch mal ein Schlüsselmoment, den man hätte dann auch gebrauchen können. So ist es. Wir haben alles in eigener Hand. Immer noch und müssen auch regenerieren, müssen hoffen, dass wir den einen oder anderen Spieler zurückbekommen für das Spiel gegen Viktoria Köln. Und dann bleibe ich weiterhin eben mit diesem Optimismus auch dabei, weil ich sehe, da ist eine Mannschaft, die zu Recht eben in seinem Trikot auch drinstehen hat, ein Herz aus Stahl. Und das haben sie gezeigt heute. Für dich, Jens, natürlich, für Hansa Rostock, für die nächsten Spiele. Alles Gute. Vielen Dank, Thorsten. Wir haben wie immer die Fragen der Medien eingesammelt. Die Kollegin Marit Scholz vom FC Hansa beginnt. Kommt einen kleinen Schritt vor, dann versteht man den ein bisschen besser. Genau, vom Kicker gibt es folgende Frage an unseren Trainer. Wie bewertest du das Ergebnis? Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir müssen damit leben. Wir sind nicht zufrieden, das ist ganz klar. Aufgrund der Möglichkeiten, die wir hatten, musst du ja normalerweise das Spiel gewinnen. Aber wenn du kein Tor machst, darfst du halt keins kriegen, dass du jetzt noch einen Punkt mitnimmst. Von der Seite akzeptieren und abhaken, nicht groß trauern, sondern direkt Vollgas auf Dienst. Wurde Kai Bülow nur wegen Gelb-Rot-Gefahr ausgewechselt oder weil es Zeit für eine Pause wurde? Es wurde, glaube ich, Zeit für eine Pause. Dann kam die gelbe Karte noch dazu, aber Kai hat zuletzt alle Spiele, glaube ich, durchgemacht und auch war ein wichtiger Faktor, auch
hat dann heute natürlich auch den einen oder anderen Fehler gehabt, aber insgesamt sehr vorbildlich, auch seine Leistung auch immer wieder einspielbar. Ja, gibt uns eigentlich eine gute Balance, aber es war dann heute an der Zeit, auch so ein Spieler, der schon deutlich über 30 ist, dann noch ein bisschen Regeneration zu geben oder Pause zu geben. Okay, ansatzweise hast du es schon beantwortet, aber ich stelle es trotzdem nochmal die Frage, was hätte die Mannschaft abgesehen von der Chancenverwertung besser machen können? In der ersten Halbzeit, wie gesagt, haben wir zu einfache Ballverluste gehabt, aber ja, das ist immer ein bisschen, wir haben Duisburg eigentlich auch so analysiert, dass sie mal so eine passive Phase haben, aber dann richtig zustechen und da sind wir heute in ein, zwei Situationen reingelaufen, erste Halbzeit, wo wir dann Bälle verloren haben und hinterhergelaufen sind. Das wollten wir eigentlich nicht, das wollten wir besser machen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Da haben wir, glaube ich, gar kein Konter mehr bekommen. Und das Ganze tun. Dann gibt es noch zwei Fragen von Stefan Ehlers von der Ostsee-Zeitung. Nico Granatowski musste früh vom Feld. Können Sie schon eine Aussage über die Schwere der Verletzung machen? Nee, kann ich jetzt nicht. Wie gesagt, er ist umgeknickt, ging nicht weiter. Müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Okay, und welchen Grund hatte die Auswechslung von Daniel Hanslik? Ja, Daniel hat ja am Mittwoch relativ lange auf dem Feld gestanden, dann ist er direkt rein und ja, wir wollten dann einfach nochmal einen frischen Spieler bringen. So einfach ist das. Okay, Dankeschön. An dieser Stelle vielen Dank, Jens. Wir verabschieden euch schon mal, dann könnt ihr auch den Flieger kriegen, machen gleich mit Thorsten weiter. Gute Saison dann auch euch. Ne? Dankeschön. Thorsten, wir machen weiter. Fabian Kleintke-Stoppel vom Reviersport fragt, wie zufrieden warst du mit der neu formierten Abwehr? Wir haben zu Null gespielt, einen starken Torhüter gehabt heute. Wir haben uns leidenschaftlich im ganzen Verbund angefangen, denke ich, mit Vincent Vermey vorne, dagegen gestemmt, eben mal mit einer weißen Weste runterzugehen. Also von daher hatten wir nochmal auch in einer Situation natürlich halt auch so ein bisschen das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Aber dann habe ich jetzt, klar, mal gab es ja eine Unachtsamkeit, aber ich habe jetzt schon gesehen, dass wir auch viele Dinge unterbunden haben. Heute hat Darius Cendovian sein Debüt gegeben für den MSV. Was sprach für ihn? Welche Idee steckte dahinter? Was sprach vielleicht auch gegen Ahmed Engin bei der Besetzung, fragte Zretzlaff. Und natürlich dann eben auch ein Wort zu der Vorstellung von Darius. Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir jetzt mit dem Ahmed Engin einen Spieler hatten, der sein erstes Spiel in Düsseldorf hat durchziehen müssen. Und wir wussten, dass, und das müssen wir einfach berücksichtigen, dass innerhalb von zwei Tagen jemand, der nur trainiert hat, in den letzten Wochen dann wieder aufs Feld zu schicken, das war mir zu risikoreif. Auf der anderen Seite habe ich gehofft, dass dann mit der Bankbesetzung dann auch ja, mit dem der Situation, dass wir dann wussten, okay, wir können wann, wie auswechseln, dass dann noch mehr Schwung reinkommt. Das war jetzt die Situation, die wir uns ausgedacht hatten. Und dann ja, wollte ich einfach auch unserem Nachwuchs dann die Möglichkeit geben. Und das war jetzt nicht nur personell bedingt. Ich muss sagen, dass ich da schon das Öfteren mal so kurz geliebäugelt habe, ihn zu bringen, den Darius. Heute haben wir es gemacht und ich glaube, das ist für den MSV und für seinen Nachwuchs auch eine mehr als lohnende Auszeichnung, dann, dass wir wieder ein Spieler aus dem Nachwuchs aufs Feld geschickt haben, in einem, wie ich finde, schon sehr, sehr wichtigen Spiel. Und ja, und das habe ich mir gehofft, dass er dann mal 45 Minuten hat gute Ansätze gezeigt, aber dann halt auch Situationen gehabt, wo man gemerkt hat, okay, da ist er dann ein Ticken zu verspielt, wo er dann vielleicht mal einen Abschluss suchen muss. Aber wir werden ihn auch weiterhin aufbauen und jetzt ist es eben halt auch so, wir brauchen ihn, weil wir jeden bei uns brauchen, auch in Jonas Brennig, der heute ja als Feldspieler das Trikot anhat und parat stand. Nächste Frage von Dirk Retzlaff geht auch in die Richtung, ist der Punkt im Rahmen der personellen Möglichkeit noch ein gefühlter Sieg? Ja. Wobei ich sage, dass wir auch, also es ist nicht so, dass wir hier chancenlos waren. Also wir haben auch in der ersten Halbzeit sah ich uns in den Chancen besser. Und dann kam hinzu eben, dass wir in der zweiten Halbzeit dann so ein, zweimal so unachtsam waren, wo wir dann zu früh dann Räume aufgemacht hatten.
Und dann gab es eben diesen Moment zum Schluss, ja, wo Leroy den Ball eigentlich so perfekt liegen hat, dass er entweder so reinmacht. Und dann gab es eine klare Elfmeter-Situation, die wir hätten bekommen müssen, die ja, leider aber nicht geahnt worden ist. Von daher ist es für uns ein Minimalziel gewesen heute und es hat die Mannschaft bravourös, wie ich finde, eben mit Leidenschaft gezeigt und sich geholt. Joachim Broll von der Bild-Zeitung fragt nochmal nach, ist dein Matchplan weitgehend aufgegangen? Ja, also ich denke schon, dass wir heute uns was haben überlegen müssen. Wir haben zu Null gespielt, das hatten wir ja in der letzten Zeit ja jetzt auch nicht. Wir haben einen super Torhüter gehabt heute und wir hatten die eine oder andere Möglichkeit eben halt auch dann das Spiel vielleicht dann doch für uns zu entscheiden, weil es ja sehr, sehr eng war und ich glaube, also wenn du die personelle Situation bei uns siehst, ohne dass ich jetzt überstrapazieren möchte, weil es wahrscheinlich eh keinen interessiert, weil die Leute ja dann eh in der Leistungsgesellschaft sind und sehen das, was da draußen ist, glaube ich, dass die Jungs da draußen einen mehr als guten Job gemacht haben und der Matchplan dann insoweit aufgegangen ist, dass wir das Minimalziel erreicht haben. Joachim Droll lobt auch nochmal explizit die unbändige Leidenschaft, mit der eine verstärkte U23 den Punkt erkämpft hat. Nachfrage von Ihnen noch, mit wem rechnest du eventuell am Dienstag wieder? Das wissen wir wahrscheinlich Dienstagmittag. Ne? Ja, oder wir haben ja Montag wahrscheinlich PK und dann versuche ich dort neueste Wasserstandsmeldungen abzugeben. Also ich glaube, dass man heute, also wenn man die personelle Situation sieht, ich glaube, das hat man auch gemerkt, die Rostocker waren sich sehr siegessicher im Vorfeld und ich glaube, die Chance gegen uns zu gewinnen war aus ihrer Sicht sehr groß und wir haben es geschafft, dass es das eben nicht passiert ist. Und jetzt haben wir heute einfach mal einen schmutzigen Punkt geholt, den wir einfach mal so wollten. Vielen Dank, Thorsten. Gute Regeneration bis Dienstag und dann legen wir bei Viktoria Köln wieder neu los. Schönen Dank. So sieht's aus. Und ein gutes Wochenende. Euch auch.